In meinem Kurs Krafttraining in der Rehabilitation lege ich den Schwerpunkt auf die aktive Reha. Es geht um innere und äußere Belastung. Das heißt, wie belastbar ist die innere, diese verletzte Struktur zu jeder Zeit der Wundheilung? Und wie hoch ist die von außen gesetzte Belastung, die ich setzen muss, um das Gewebe in der richtigen Intensität dosiert zu belasten? Eigentlich geht es um einen strukturierten, nachvollziehbaren Aufbau, Belastungsaufbau, gepaart mit der Trainingswissenschaft, der Trainingslehre, der Bindegewebsphysiologie und den Wundheilungsphasen. Ich würde mich freuen, euch im FBZ Klagenfurt in einem meiner nächsten Kurse begrüßen zu dürfen.